Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, mich gibt es noch. Ich erzähle euch auch in diesem Video, zumindest so groß am Rande, was los war, warum es hier auf YouTube leider eine kleine Pause gab. Aber anfangen möchte ich mit diesem Video tatsächlich, wie man sehen kann. Ich bin noch nicht fertig gemacht mit meiner Morgenroutine, mit meiner neuen sozusagen. Nach der Rückkehr jetzt in die Arbeitswelt. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 2 Wochen genau wieder bei meinem Arbeitgeber und da hat sich natürlich in der Morgenroutine ein bisschen was verändert. Heute habe ich Homeoffice, das heißt, heute habe ich auch so ein bisschen einen in Anführungszeichen entspannteren Morgen. Muss nicht ganz so herrgottsfrüh aufstehen, wie wenn ich ins Büro fahren muss. Denn dadurch, dass ich eine relativ lange Anfahrtsstrecke mittlerweile habe, seitdem wir umgezogen sind, muss es natürlich alles ein bisschen früher passieren morgens. Und dementsprechend habe ich gedacht, nutze ich heute die Gelegenheit, mich wieder bei euch zu melden. Ich habe auch so ein schlechtes Gewissen, aber es ging einfach gar nichts. Und ja, nehme euch ein bisschen mit bei meiner Morgenroutine. Ich habe gerade eben schon unten die Brotdosen gemacht. Das mache ich eigentlich immer zuallererst nach dem Aufstehen. Leo ist auch schon unten, der spielt schon, der Nino schläft noch. Und ja, ich mache mich jetzt kurz fertig und wollte die Gelegenheit auch nutzen. Ihr hattet mich unter einem Video neulich mal gefragt, was ich so an Produkten verwende, um mich fertig zu machen. Und ich dachte, die zeige ich euch jetzt einfach mal, währenddessen ich mich hier so fertig mache. Ich habe auch hier meinen Kaffee stehen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, weil ich habe zwar ein bisschen mehr Zeit, aber auch jetzt nicht alle Zeit der Welt. Deswegen, ist noch der Hocker von Nino. Deswegen muss es morgens dann trotzdem relativ schnell gehen. Ist alles unbezahlte Werbung, habe ich alles selber gekauft. Ich fange immer an, also ich habe schon Gesicht gewaschen und ich habe auch mein Gesicht schon eingecremt. Und ja, dann fange ich immer an mit dem Concealer. Den hier nehme ich da seit, komm, ich bin scharf. Den hier nehme ich da schon seit Jahren in der Farbe 002 Neutral Ivory. Weil ohne geht bei mir nicht. Ich weiß, viele machen das auch dann nachher oben drauf aufs Make-up. Ich mache es immer direkt als erste Schicht unten drunter, dass zumindest mal so ein bisschen schon die dunklen Ringe, die man als Mama einfach hat, zumindest ich, dass die schon mal abgedeckt sind. Genau, und was ich dann als zweites drauf mache, auf die Augen, ist auch eine Lidschattenbase. Da nehme ich auch seit ganz vielen Jahren die hier von Art Deco. Die finde ich sehr, sehr gut. Da bleibt dann wirklich der Lidschatten den ganzen Tag da, wo er sein soll. Und legt sich nicht irgendwann so in diese Lidfältchen rein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich finde tatsächlich auch, dass man, wenn man diese Base drauf hat, dass dann die Farben schöner rauskommen. Ich finde, die sind dann irgendwie deckender und man braucht auch gar nicht mehr so viel. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Grundierung und die hält auch ewig. Also fragt mich nicht, wie lange mir so eine Tube reicht, aber Ewigkeiten. Also, und ich nutze die, wenn ich mich schminke, und ich schminke mich eigentlich jeden Tag, weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Grob, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Dann kommt mein Lieblingsteil. Ganz viele von euch kennen das bestimmt auch und ich kann es wirklich nur empfehlen. Als Make-up nehme ich hier dieses Magic Finish von M. Azam. Ich liebe es wirklich. Also es ist wirklich so toll und so gut. Wie das versprochen wird. Ich finde, es hat eine ganz, ganz tolle Eigenschaft für die Haut. Also es macht alles etwas ebenmäßiger und es lässt sich ganz, ganz toll und schnell verteilen. Ich mache das alles mit dem Finger. Ich habe dafür keine Pinsel, weil ich keinen Bock habe, die regelmäßig auszuwaschen. Und ich finde, mit dem Finger kann man das auch sehr, sehr gut machen. Aber manche tragen es lieber auch mit dem Pinsel auf. Und ich finde, ja, die Haut sieht danach direkt ein bisschen geglätteter aus.
Rötungen verschwinden. Das Hautbild wird auch einfach so ein bisschen ebenmäßiger und man kann es natürlich etwas dicker auftragen. Da hat es eine höhere Deckkraft, aber ich finde, also man muss ja nicht aussehen wie angemalt. Ich finde, so ein bisschen Hautstruktur darf man ruhig auch sehen, aber es ist einfach alles so ein bisschen ja, weich gezeichnet und passt sich dem Hautton an. Also ich liebe das wirklich. Geht schnell und also mir reicht da eine Dose auch relativ lang, weil man da wirklich gar nicht so viel braucht. Und dann sieht man direkt schon ein bisschen frischer auch aus und gesünder. Und also ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. Und das Tragegefühl ist auch wirklich ganz toll. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich hier mit irgendwas zugekleistert habe, sondern es ist ganz leicht, weil das so mußig ist. Das ist wirklich ganz leicht auf der Haut. Und ich liebe das. Also das ist nicht nur Werbung, sondern also es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. So, ein bisschen hier unten immer noch verblenden. Aber dann war es das mit dem schon. Also es geht auch wirklich sehr, sehr schnell. Danach nutze ich, wie zeige ich euch denn das, weil das steht bei mir immer auf dem Kopf, noch ein Puder für oben drüber. Braucht man bei dem Magic Finish eigentlich nicht, aber ich mag es trotzdem ganz gerne. Und zwar nutze ich da, steht bei mir immer auf dem Kopf, weil dieses Puder sammelt sich dann sozusagen im Deckel. Das kann man da so rausklopfen. Ich zeige euch gleich, wenn ich es aufmache. Und zwar bin ich da jetzt noch ein bisschen am Aufbrauchen. Ich nehme da, fängt das die Kamera jetzt ein, mit diesem spiegeligen Hintergrund. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, jetzt kann man das ganz lesen. Dieses Translucent Loose Setting Powder von Laura Mercier. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und zwar ist das Glow Puder. Ich hatte das auch schon in neutral oder farblos, ich weiß nicht genau, wie da die genaue Bezeichnung ist. Mag ich eigentlich lieber. Also das Glowige, das hat dann so einen ganz leichten, glitzerigen Schimmer. Ich will das jetzt aufbrauchen, das ist auch toll. Aber also ich finde, das Glitzer hängt bei mir dann irgendwann überall an den Händen, an meinen Kindern. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm, ja, aber ich mag das andere tatsächlich lieber. Und genau, will das hier jetzt aber aufbrauchen. Sieht es so aus und dann klopft ihr das dann eben hier so in den Deckel und könnt das dann eben mit so einem Pinsel hier rausnehmen. Und da gehe ich einfach, da braucht man auch unfassbar wenig von. Und deswegen reicht mir das auch schon so ewig. Aber ich finde, das hält das Make-up nochmal richtig toll da, wo es soll. Mattiert alles nochmal so ein bisschen ab. Und wie gesagt, jetzt hier mit dem Glow. Ja, hat man dann so eine, also das ist jetzt nicht, das glitzert jetzt nicht so wie mein Pullover, ne? Es ist so ein ganz, ganz leichter Schimmer. Der sieht schon toll aus, aber ich habe es tatsächlich lieber ohne diesen Glow, aber will das jetzt doch noch aufbrauchen. Das ist auch nicht ganz günstig, aber es ist unfassbar gut. Es hält wirklich den ganzen Tag. Das Make-up da, wo es soll. Also, ich habe schon viele Puder getestet, aber das ist wirklich, das mag ich unfassbar gerne. Genau, und da gehe ich jetzt tatsächlich auch nochmal hier ein bisschen über die Augen, dass die Lider auch nochmal so ein bisschen abmattiert werden. Dann finde ich, hält der Lidschatten auch nochmal besser. Genau. Und ich finde jetzt schon, sieht die Haut total schön aus. Genau. So. Genau. Also ich verlinke euch auch alle Produkte, die ich finde und die ich verwende, dann unter diesem Video. So, jetzt habe ich praktisch die Vorarbeit gemacht. Jetzt kommt der schöne Teil. Die Farbe. Ich nehme als Lidschatten, die habe ich auch schon Ewigkeiten, nehme ich diese Palette hier. Das ist die
die Marke. Soiba, keine Ahnung. Das sind so lauter taupe Töne. Ich weiß auch nicht, wie man diese Farbe ausspricht. Also man sieht, was meine Favoritenfarben sind. Ich nehme als Untergrund immer diese helle hier. Und dann mache ich mit diesen beiden dunklen immer noch so ein paar Akzente. Das mache ich gleich. Ich zeige euch jetzt kurz die ersten Produkte. Dann nehme ich unter dem Auge nehme ich diesen Eyeliner von Kiko. Den nehme ich auch schon ganz, ganz viele Jahre, weil der ist super deckend und bleibt tatsächlich auch da, wo er soll. Das ist die Farbe 15. Das ist so ein Anthrazit. Da kann man es sehen. Also es ist kein Schwarz. Dann als Eyeliner nehme ich den hier. Der ist auch ganz, ganz toll. Der hält auch super lange und setzt sich nicht irgendwann hier oben so ab. Der ist richtig gut. Für die Augenbrauen nehme ich auch hier den hier von Kiko. Das ist die Farbe 04. Und dann kommt eigentlich nur noch Wimperntusche. Nehme ich seit ganz vielen Jahren schon die hier. Also wirklich unfassbar viele Jahre von Maybelline. Diese Turbo Volume Express Mascara. Und dann mache ich mir immer noch ein bisschen Rouge und Highlighter ins Gesicht. Da nehme ich immer den hier von Kes. Das ist ja so ein Duo-Stick. Da ist hier dieses Rouge drin in dieser Farbe. Das ist jetzt Korall. Und dann habe ich hier noch Highlighter. Also den Highlighter mache ich mir immer hier oben auf die Wangenknochen und auch so ein bisschen hier oben unter die Augenbrauen. Und manchmal nehme ich aber auch den hier in Pink. Kommt drauf an, auf was ich Lust habe. Genau, zurzeit ist es tatsächlich der Korall. Genau, und dann bin ich fertig. Genau, jetzt habe ich euch das gezeigt. Ich mache mich jetzt kurz zu Ende fertig und dann wecke ich den Nino. Dann ziehe ich die Kinder an und meistens ist es so, ja, es kommt drauf an, wir müssen da noch so ein bisschen unsere Routine finden. Heute nimmt mein Mann sie zum Beispiel mit dann in die Kita, wenn er ins Büro fährt. Da wechseln wir uns jetzt halt dann immer so ein bisschen ab, wer bringt und wer abholt. Aber erzähle ich euch dann gleich nochmal ein bisschen genauer. So, ich bin jetzt fertig. Ich werde jetzt die Kiddies fertig machen für die Kita, dass da alles gerichtet ist. Dann muss ich unten im Esszimmer noch kurz meinen Arbeitsplatz ein bisschen einrichten. Das heißt Laptop aufbauen und alles. Und dann habe ich wahrscheinlich gleich schon mein erstes Meeting. Wir haben im Team immer relativ früh am Tag. Damit starten wir mit einer Teamrunde. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich dann erst danach nochmal kurz bei euch melden, wie so mein weiterer Morgen aussieht. Und vor allem auch, ja, warum ich mich so lange in Anführungszeichen nicht bei euch melden konnte. Das ist mir schon ein Bedürfnis, euch das noch ein bisschen zu erklären. Aber ich hoffe, bis hierhin war es jetzt schon mal interessant für euch. Und dann sehen wir uns einfach gleich nochmal wieder. So, jetzt habe ich es doch nicht direkt geschafft, mich nochmal bei euch zu melden nach unserem ersten Meeting. Jetzt sofort war einiges zu tun, einiges, um das ich mich zuerst kümmern muss. Das hat jetzt natürlich Priorität, aber ja, jetzt ist tatsächlich der Vormittag auch schon rum und ich nehme jetzt ein bisschen was von meiner Mittagspause und berichte euch ganz kurz, ja, warum es diesen Break jetzt hier auf YouTube gab. Tut es gut, kurz auf der Couch zu sitzen. Es hatte tatsächlich ein paar Gründe und zum einen muss ich sagen, womit ich nicht gerechnet habe, dass mir diese Umstellung, jetzt wieder ins Büro zu fahren, ich habe ja auch einige Tage in der Woche, die ich ins Büro fahre, ich arbeite ja nicht ausschließlich im Homeoffice, dass die mich doch sehr, das ist doch eine sehr große Umstellung für mich. Also ich habe es ja heute Morgen schon kurz gesagt, ich habe einen relativ weiten Fahrtweg jetzt, der wirklich nicht ohne ist und das sind eben einfach, ja, es ist einfach unglaublich viel Zeit am Tag, die mir natürlich an anderen Ecken fehlt, sei es im Haushalt, sei es für Erledigungen wie Einkaufen, sei es auch für die Kinder, sei es für mich selber,
Ich finde einfach tatsächlich, Autofahren ist so eine tote Zeit. Also ich kann da halt nichts dabei machen. Klar kann ich mal einen Anruf tätigen oder mal, keine Ahnung, eine Sprachnachricht machen, aber es ist halt für mich einfach, ja, tote Zeit. Und wenn dann eben auch noch vielleicht Verkehr dazu kommt. Also es war natürlich vorher, bevor wir umgezogen sind, die reinste Luxussituation, dass ich ungefähr 5 Minuten Fahrtweg ins Büro hatte und das praktisch überhaupt nicht ins Gewicht gefallen ist. Und das sind jetzt eben tatsächlich Dinge, die, da muss ich mich eben einfach umgewöhnen. Und das fällt mir doch schwerer, als ich gedacht habe. Ja, vorher war es zum Beispiel absolut egal, an welchem Tag ich einkaufen gefahren bin. Das funktioniert jetzt zum Beispiel an den Tagen, wo ich ins Büro fahre, überhaupt gar nicht. Also das kriege ich nicht gebacken. Oder sei es, wann wasche ich die Wäsche? Ja, also es sind lauter Dinge. Da muss ich mich wirklich jetzt erst umstrukturieren, umorganisieren. Ich glaube, das dauert auch eine Weile. Wir als Familie müssen uns neu finden. Welche Aufgaben übernimmt mein Mann? Wer bringt wann die Kinder? Wer holt wann die Kinder ab? Wie passt das auch mit den Hobbys zusammen? Also es ist schon gar nicht so ohne, muss ich tatsächlich gestehen. Da muss ich auch irgendwo ein Stück weit erstmal im Kopf lernen, auch abzugeben. Weil bisher war so orgatechnisch und auch eigentlich im Haushalt war so eigentlich komplett, also orgatechnisch für die Kinder meine ich jetzt, ja, war halt komplett mein Job. Und jetzt muss ich eben auch ein Stück weit lernen, da Verantwortung an meinen Mann abzugeben. Ja, das ist, ja, wie gesagt, für uns alle nicht leicht. Ich merke auch, dass die Kinder sich da irgendwie ein Stück weit umgewöhnen müssen. Sie kriegen zum Glück ja nicht so viel mit, aber es ist natürlich für sie auch schon was anderes, wenn der Papa sie jetzt mal von der Kita abholt und ich dann eben zum Beispiel auch noch nicht zu Hause bin oder er sie morgens anzieht oder so und ich dann schon weg bin im Büro. Also es ist halt schon, es sind so kleine Sachen, aber ich glaube, die Kinder merken das durchaus auch und wir sind da jetzt eben alle so ein bisschen in der Findungsphase. Dann muss ich gestehen, war ich tatsächlich jetzt gesundheitlich auch nicht auf der Höhe. Musste mich da ja mehrere Tage jetzt auch schon auskurieren und das sind eben auch Dinge, die haben mich sehr belastet nach so kurzer Zeit jetzt zurück im Büro, dann eigentlich auch direkt wieder auszufallen. Es ging aber tatsächlich überhaupt gar nicht anders und ja, das waren jetzt alles so Dinge, die ja ineinander fielen, die aufeinander fielen, die es mir einfach nicht möglich gemacht haben, zusätzlich auch noch die Kamera in die Hand zu nehmen. Ja, ist eigentlich so gar nicht mein Stil. Ich habe eigentlich bisher immer alles gut unter einen Hut bekommen und ich möchte das auch nach wie vor weiterhin. Aber ich glaube, diese Findungsphase müssen wir uns als Familie jetzt einfach auch nehmen, um da gut in der neuen Situation anzukommen, dass jeder ja sich neu zurechtfindet, dass alle die Möglichkeit haben, sich dran zu gewöhnen und ja, dann ist eben leider sowas wie YouTube und nicht nur YouTube, also auch Instagram ist komplett hinten runtergefallen. Ich war wirklich irgendwie komplett offline, komplett von der Bildschirmfläche verschwunden. Und ja, das tut mir wie gesagt auch sehr leid. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich weiterhin hier aktiv bin und ich werde es auch wieder sein. In letzter Zeit ging es aber tatsächlich leider einfach nicht. Und ich hoffe, ihr ja, habt Verständnis dafür. Freut euch, wenn dann jetzt hoffentlich wieder ja, regelmäßig Videos kommen. Ich hatte ja auch gesagt, ich kann noch gar nicht so wirklich abschätzen, wie viel ich in der Woche dann jetzt hochladen kann. Werde aber natürlich versuchen, da mein Bestes für euch zu geben, weil ich möchte es natürlich nicht aufgeben. YouTube ist mein, ja, mein Baby, mein, ja, es steckt ganz viel Herzblut drin. Ich liebe es, mit euch den Austausch zu haben. Ich liebe es, die ganze Arbeit, die damit zusammenhängt, das Filmen, das Schneiden, das Hochladen, der Austausch dann eben auch mit euch. Und dementsprechend, ja, werde ich da mir eine Lösung überlegen, wie ich das in Zukunft gut integrieren kann. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich werde auch mal versuchen, irgendwann noch eine Morgenroutine zu filmen. Wenn ich Bürotage habe, dann ist das eben alles auch noch mal ein bisschen anders, noch mal ein bisschen früher. Muss ich mich dann noch mal ein bisschen anders organisieren, um da eben auch ja, nicht in den Berufsverkehr zu kommen, weil wenn ich den umfahre, dann kann ich mir wirklich einiges an Zeit sparen. Das heißt, da werde ich ja, das Haus immer relativ früh verlassen. Da versuche ich euch dann auch noch mal ein bisschen mitzunehmen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr ja, irgendwas sehen wollt, dann schreibt es mir sehr gerne. Ansonsten, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr mir nicht böse seid und freut euch schon gerne auf das nächste Video. Bis dann, ihr Lieben!